Das ist sie noch nicht, die neue Bahn, sondern der Nikolauszug des Eisenbahnmuseums Granichstein, der an den Dezemberwochenenden zwischen Hauptbahnhof und Bessunger Forsthaus Weihnachtsmann, Engel und Kinder samt Eltern spazieren fährt. Aber hier kommt schon einer der neuen Verbrennungstriebwagen VT-102, genannt Itino. Heute wurde nicht nur der Fahrplan, sondern auch der Carrier auf der Odenwaldbahn gewechselt. Durch die Marktliberalisierung im Schienenverkehr werden alle Zugstrecken des öffentlichen Personennahverkehrs europaweit ausgeschrieben. Im Falle der Odenwaldbahn hat der RMV dem privaten Eisenbahnunternehmen FIAS GmbH den Zuschlag erteilt. 22 neue Triebwagen zum Preis von 60 Millionen Euro hat die VIAS GmbH beschafft. Die VIAS ist eine Tochter der Ruhrtalbahn und der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Eines von mittlerweile 300 nicht bundeseigenen Bahnunternehmen, die auf dem deutschen Schienennetz Personen und Güter befördern. Die DB Netz AG betreibt den Fahrweg und vermietet die Trassenanteile an die anderen Bahntöchter sowie an Dritte. Die kleine Feier am Ostbahnhof ist ein Pflichttermin für die lokale Politprominenz. Alle sind sie mit dem Dienstwagen vorgefahren, um die Vorteile der neuen Bahn zu preisen. Dieses Fest hier heute möglich gemacht haben und die vielen Kleinigkeiten zu einem großen Ganzen geführt haben, der dieses Ereignis umrahmt. Heute also nehmen wir alle gemeinsam die erste wichtige Etappe. Dann folgen der Umbau des Bahnsteigs, die Modernisierung der Bahnhöfe und Übergänge entlang der Strecke. Nach den Sonntagsreden wird man mit Musik bespielt, kann einen Imbiss nehmen oder sich fotografieren lassen. Der Vorsitzende des Film- und Videoclubs Darmstadt greift dabei persönlich in die Bildgestaltung ein. Also bei den weißen Kleidern gibt es ein Geschenk, bitte, und bei den roten gibt es einen Trostpreis. Und wenn du auf das Geschenk kommst, gibt es sogar eine Extratasse. Auch zu gewinnen gibt es etwas, allerdings keine Freifahrten, sondern nur die üblichen Werbemittel. Die bisher auf der Strecke eingesetzten DB-Fahrzeuge und die rund 100 Eisenbahner wurden versetzt in die Pfalz und den Ruhestand. Die VIAS GmbH hat 50 neue Mitarbeiter mit Hilfe des Arbeitsamtes, der Agentur für Arbeit, ausbilden lassen und einen Omnibusunternehmer in Michelstadt mit der Wartung der Fahrzeuge beauftragt. 134 Jahre staatlicher Eisenbahnbetrieb auf der Odenwaldbahn sind damit beendet. Da die Odenwälder jetzt direkt nach Frankfurt fahren können, verliert Datterichs Weisheit, dass durch die Bahn Leute an Darmstadt vorbeikommen, die sonst nie vorbeigekommen wären, langsam an Gültigkeit. Jetzt aber noch schnell zum Hauptbahnhof, denn dort gibt es eine weitere Innovation zu bewundern. Die seit Wochen vor sich hinklimmenden neuen Haltebuchten sollten heute ihren Betrieb aufnehmen. Das hat nicht ganz geklappt. Die vom Tageslicht abhängige automatische Beleuchtungssteuerung bekommt keiner in den Griff. Ein einfacher Ein-Ausschalter wäre zu simpel gewesen. Aber immerhin geben die vielen Anzeigetafeln schon mal praktische Tipps zur Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Der nächste Fahrplanwechsel kommt bestimmt. Und dann schauen wir wieder einmal nach, was aus Odenwaldbahn und Bahnhofsbeleuchtung geworden ist.